der Jugendleiter-Podcast. Tipps und Ideen für deine Jugendarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Jugendleiter-Podcasts, deinem Podcast mit Tipps, Spielen und Ideen für die Gruppenstunde und das Ferienlager. Was für ein verrücktes Jahr liegt hinter uns, oder? So viele Dinge mussten ausfallen, neu konzipiert, neu organisiert werden und Corona lässt uns leider immer noch nicht los. Deshalb möchte ich dir heute ganz auf die Schnelle 5 Ideen mitgeben, was du in diesem Corona-Winter mit deiner Kinder- oder Jugendgruppe machen kannst, ob virtuell oder im realen Leben, also live vor Ort, aber eben mit Abstand und Mundschutz. Beim Mundschutz sind wir auch schon beim richtigen Stichwort, und zwar kannst du einen eigenen Mund-Nasenschutz mit Nasenbügeln herstellen. Das ist gar nicht so kompliziert. Ich würde sagen, so ab 10 Jahren sollte das ganz gut funktionieren. Eine Anleitung dazu stelle ich dir in den nächsten Tagen auch in den Blog. Das geht wirklich wunderbar einfach. Und was ist schöner als ein selbstgemachter Mund-Nasenschutz? Ja, kein Mund-Nasenschutz, aber wenn man ihn schon tragen muss, dann doch ein selbstgemachter. Dann kannst du zum Beispiel auch eine Corona-Winterolympiade machen. Also wenn jetzt vielleicht bald etwas Schnee liegt, dann könnt ihr wunderbare Spiele machen wie ein Fun-Biathlon-Wettrennen, also wo man vielleicht irgendwie sich in Eimern stellt und dann eine Strecke im Schnee laufen muss, ein Wettrodeln oder Schneemann bauen. All das geht wunderbar mit Abstand und ihr könnt da wirklich tolle Winterspiele machen. Wenn es etwas kreativer zugehen soll, dann könnt ihr zum Beispiel aus Salzteig auch wunderbar mit Abstand Symbole, Dinge, Figuren und so weiter herstellen. Meine Anregung für diese Zeit ist, sich vielleicht dem interreligiösen Dialog etwas zu widmen und dass ihr zum Beispiel einfach guckt, es ist ja nicht nur Weihnachten, sondern eben auch Chanukka, dass ihr zum Beispiel die verschiedensten Symbole, die in den Religionen dieser Zeit relevant sind, aus Salzteig herstellt und euch einmal anschaut, was könnt ihr mit, wofür stehen diese Dinge, wofür sind sie da, was symbolisieren sie und warum sind sie in den Religionen wichtig? So kommt ihr untereinander in den Austausch. Jetzt noch 2 Ideen. Wenn es eher um virtuelle Gruppenstunden, also per Videokonferenz geht. Gerade wenn Kinder etwas älter sind, würde ich zum Beispiel auch mal eine Wie-geht's-mir-Runde einführen, dass ihr also wirklich einmal guckt, wie geht's den Einzelnen oder der Einzelnen, was belastet gerade, wo fühlt sind die Einschränkungen besonders stark, dass ihr einfach in den Dialog miteinander geht und euch vielleicht einfach ja nach und nach so ein bisschen öffnet. Wie verbringt der jede oder diejenige gerade die Freizeit? Was wünscht man sich für die Zukunft? Was könnte besser laufen? All das könnt ihr diskutieren, so ein bisschen einfach wirklich zuhören. Denn ihr habt als Jugendleiterin und Jugendleiter natürlich auch die Sorge um die Kinder und die Jugendlichen bei euch. Das ist mir absolut bewusst. Und nicht alle öffnen sich vielleicht direkt. Aber wenn ihr ein bisschen über die Zeit sprecht, dann kommt ihr wirklich vielleicht näher an die Kinder und Jugendlichen ran. Ja, und zum Abschluss noch meine eigentliche absolute Lieblingsidee, das ist das Bauen einer Höhle. Wer wollte als Kind nicht selbst in einer Höhle mal verschwinden? Also zum Beispiel auf der Couch mit Bettdecken und Kissen in irgendeiner Form eine Höhle bauen. Das lässt sich auch virtuell machen. Das heißt, ihr gebt den Kindern eine Viertelstunde zum Beispiel Zeit, die schönste Höhle zu bauen. Die wird dann per Videokonferenz jeweils vorgeführt und gezeigt, wie die dekoriert und ausgeschmückt wurde. Und ja, so kommen Kinder auf bestimmt viele, viele kreative Ideen. Wenn du mehr Ideen brauchst, dann schau bei mir im Blog vorbei, besuche die Facebook-Gruppe für JugendleiterInnen und diskutiere dort mit vielen hunderten anderen Nutzerinnen und Nutzern, was man jetzt in dieser Zeit mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder mein Blog, dann freue ich mich, wenn du mich über steadyhq.com/Jugendleiter unterstützt. Mit einem Abo ab 3,33 Euro im Monat finanzierst du meine Arbeit und machst es mir möglich, so viele Ideen für deine Jugendarbeit zu veröffentlichen. Jetzt aber eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Bleib gesund und bis bald.